Morgen. Jawollo. Gut gepennt? Boah, wie ein Baby. Ja? Sehr geil. Und an welche Marke hast du heute Morgen als Erst gedacht? An welche Marke? Ich habe direkt natürlich an Tudor gedacht, ehrlicherweise. Ist halt auch der erste Termin. Und ich habe gedacht, hoffentlich klappt alles. Erste Kaffee ist drin, jetzt kann der Tag eigentlich nur noch gut werden. Was haben wir dabei hier? Was hast du hier vorbereitet? Im Prinzip ist das eine Videobox mit allem drin, was wir brauchen. Kamera, Klappstuhl ist hier umgehangen, Stativ, dann noch ein paar Lichter und so weiter und so fort. Wir quasi unseren kleinen abgeriegelten Mini-Bereich haben, wo wir dann die Uhren für euch direkt abfilmen können und sofort ja, rein starten auf der Webseite bei uns, dass wir alles sehen. Also Leute, Tudor-Termin gerade durch. Wir haben gerade eine ganze Batterie an Neuvorstellungen sehen dürfen. Die Black Bay-Kollektion wird genial erweitert. Wir haben eine Black Bay 54, das heißt die erste richtige Taucheruhr von Tudor. Die ist neu aufgelegt, hat noch mehr Vintage-Charakter als die Black Bay 58. Ticken kleiner in 37 mm und auch ein Ticken flacher. Jetzt mit einem Kautschukband dabei. Leicht veränderte Lünette. Neues Blatt, weiteres Highlight, die Black Bay mit der roten Lünette, weiterhin mit der Alu-Lünette neu aufgelegt, an verschiedenen Bandvarianten. Zum einen am Kautschuk jetzt auch erhältlich und am fünfgliedrigen, fünfreiigen Armband. Sehr, sehr schön, alle mit T-Fit-Schließe. Hier ist jetzt ein Masterchronometer drin, also komplett neues Werk, was aus der niegelnagelneuen Tudor-Manufaktur kommt. Auch das Werk ist flacher. Vorher auch schon angemerkt von vielen von euch, 41 mm, die bauen teilweise einen Ticken hoch auf. Das ist jetzt ein Thema der Vergangenheit. Die Uhr noch schnittiger, noch besser, noch schöner, noch präziser und auch antimagnetisch. Auch die Stahl-Blackbase hat Tudor jetzt komplett mit Manufakturkaliber ausgestattet. Wir sind da also richtig belohnt worden für das Warten. Manufaktur ist jetzt alles bei Tudor. Und wir müssen wirklich sagen, Masterchronometer. Die ganze Kollektion wird jetzt Schritt für Schritt auf den Masterchronometer-Standard angehoben. Das heißt, der Antimagnetismus, das Meta-Zertifikat wird dabei sein. Auch neue Farben in der Kollektion, die kommen richtig gut. Ob in der Royal zum Beispiel so eine leichte Lachsfarbe dabei ist oder in den 41er Black Bays ein Blau, ein Silber oder Anthrazit mit goldfarbenen Indizes und Zeigern. Mega Kombination. Meines Erachtens hat Tudor hier genau das geliefert, was sie im letzten Jahr vorgelegt haben. Es wird einfach nachgelegt. Basti, was machst du da? Ich fahre den Giro d'Italia. Born to dare. Kommst aber nicht so schnell vom Fleck? Nee. Stop hinter uns. Grandios. Ich habe euch eben schon mal erzählt, was wir für Neuheiten gesehen haben. Wir haben uns extrem darüber gefreut. Wie immer, die Freunde von Tudor haben alles gegeben. Werke, Größen, Modelle. Ich denke, alles, was man sich wünschen konnte. Neue Farben, neue Ziffernblätter in den schönsten Kombinationen. Mega. Der Stand, ja, auch wie immer. Wunderschön. Gibt ein richtiges Tudor-Lebensgefühl hier, macht richtig Spaß, hier zu sein. Und das übrigens ist die neue Manufaktur, die Tudor gerade eingeweiht hat. Die machen die richtigen Investitionen, die bringen die richtigen Modelle, hören auf die Uhrenfans und machen uns als Konzi auch Spaß. So, wir gehen kommen. Okay. Ich hoffe, das fällt dir nicht auseinander. Wie haben dir denn die Neuheiten von Tudor gefallen? Die haben mir besser gefallen als das, was ich hier alles tragen muss, auf jeden Fall. Also ich denke, mein Highlight ist, boah, ist schwierig, weil das sind so viele Highlights gewesen. Aber ich glaube tatsächlich die neue Master Chronometer Black Bay, die normale mit der roten Lünette und dann an dem Juwelierband. Das ist was, was auch ja, zeigt, dass Tudor da wieder auf seine Liebhaber hört, genau das halt umsetzt, was die Community haben möchte. Und das auch noch zu einem Hammerpreis, da kann man nicht meckern. Dritte Generation jetzt von der Black Bay und mit Abstand die beste, meiner Meinung nach. Was mit der 1954er Variante nach der Black Bay 58 ist genau. Die Black Bay 54. Das ist quasi nochmal mehr Heritage, nochmal mehr. Ich habe direkt gesagt, das ist Nerd-Stuff. In 37 mm der allerersten Tudor Black Bay oder damals ja noch Oyster Prince Submariner nachempfunden und wirklich so original, gerade wenn man von der Seite, vom Profil drauf guckt, die Höhe
und so ein bisschen fast schon so ein Bubble Case Back. Ey, das ist richtig geil, richtig gut. Das haben die wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, eher was für kleinere Handgelenke oder wirklich für die Leute, die, ja, ich sag mal, diesen Vintage-Charme sehr mögen. Vielleicht auch für die Damenwelt was oder für Jüngere, die vielleicht das nötige Kleingeld haben und ins Uhrenhobby einsteigen möchten, aber jetzt keine großen Kracher tragen möchten. Das ist schon echt cool, das neue Band. Also da bin ich sehr, sehr, sehr happy, dass die mehr Kautschukbänder bringen. Leder ist jetzt komplett eingestellt, außer in einer Bicolor GMT, Stahl und Gold, da haben sie es noch, aber sonst gibt es kein Leder mehr in der Blackback-Kollektion. Genau, letzte Frage. Das Baby hier, oh, wurde jetzt in Weiß vorgestellt. Übrigens, fühlt sich sehr, sehr gut an. Da waren halt wieder so viele Kracher, dass ich das total vergessen habe. Das ist natürlich auch geil. Und auch da wieder, ich sag mal, an den Vintage-Sammler irgendwie, der, oder was heißt Vintage-Sammler, aber an den, der Vintage-Pieces mag und auch der Historie von echt ganz besonderen Uhren, sich die aber nicht irgendwie auf irgendeiner Auktion irgendeinen Mythos kaufen will für ein paar Millionen, der hat natürlich jetzt hier die Chance, sich da eine weiße GMT in Stahl ans Handgelenk zu legen mit einer Pepsi-Lünette. Das ist echt geil. Nickname war Albino. Albino, genau. Albino. Das ist geisteskrank, sondern mehr heuer. September kommt was. Ich habe eine 500.000 Euro Uhr angerapscht. Das hätte ich nicht machen dürfen. Gute Stimmung.